Meine Damen und Herren, willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider Nr. 2 hier bei Let's Play FK Reloaded übrigens. So, und gerade eben habe ich schon eine Aufnahmesession versucht und wisst ihr was? Lara fing an, sich im Kreis zu drehen. Von selber. Ja, wie schön. Vielleicht sollte man das mal als Sondervideo machen. Let's Fail Lara Croft oder Let's Fail Buck oder wie auch immer. Keine Ahnung, können wir gucken, wie wollen wir das machen? Können wir machen? Nichts, müssen wir gucken zu. So, wir versuchen... Nein, oh nö! Ich hab nicht richtig geguckt. Oh, egal. So, gehen wir dann nochmal hoch. Ich will ja schließlich die Sachen hier oben alle bekommen. Und das kann durchaus anstrengend werden. Also, ich zeige euch, was jetzt unsere nächste Aufgabe ist. Wir müssen übrigens in diese Richtung. So, unsere nächste Aufgabe besteht daraus, das zu tun, was ich jetzt gleich tue. Und das Ganze dreimal. Und, ja. Wir werden natürlich hier erfolgreich sein. So soll es auch sein. So, brauchen wir das. Und hoch mit dir. So, jetzt habe ich auch mal dieses Gellgeräusch gemacht. So, ja, Lara macht in diesem Spiel übrigens noch, das finde ich ja so geil. Und, das vermisse ich in den neuen Teilen. Ja, dieses billige Nell. Das hört sich an, als wenn man kotzt. Nell. So, das vermisse ich in den neuen Teilen, Freunde. Aber wisst ihr was? Ich bin froh, dass wir wieder mal Tomb Raider 2 Reloaded playen. Und natürlich Tomb Raider 2013 bei Let's Play FK. Ja, so soll's sein. Und hoch. Das hier ist unser Job. Diesen Job müssen wir tun. Seht ihr dieses Ding? Davon brauchen wir gleich drei. Aha. Drei Stück. Ja. So drüben ist also irgendwie so ein Schalter oder so ein Mist. Ich weiß das jetzt nicht im Kopf. Verdammt noch einmal. Das ist das, ne? Wenn man das, was man nicht im Kopf hat, das hat man in der Bene, ne? So ist das doch irgendwie. So. Wir haben auf jeden Fall erstmal da oben rumgeplündert, so soll es sein. Und ich gehe da nochmal hoch und gucke nochmal, ob da irgendwo ein Knopf versteckt ist. Wenn da ein Knopf versteckt sein sollte, ist es nicht gerade unwichtig und wir sollten ihn drücken. Wie schön, dass ich das vergessen habe über die Jahre. So. Aber ich habe das ja schon mal bei mir auf dem Kanal Let's Played. Und da habe ich das ja alles soweit noch gewusst. Und nö, da ist kein Knöppelekiss. Wir können also gehen. Gut, wir haben auf jeden Fall das wichtige Teil gefunden. Und darüber freue ich mich wirklich restlos. Ja, hallo. Die kleine Lara ist da. Sag mal hallo. Hallo. So, die kleine Lara hat hallo gesagt. Guten Tag, meine Damen und Herren. Let's Play FK präsentiert hier Tomb Raider Nummer 2. So, und wir legen hier richtig los, Freunde. So, gute Laune ist geprallt. Gute Laune wäre geprahlt, Freunde. Gute Laune haben wir, natürlich. Wie sollte es denn anders sein? So, go, 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 Freunde. So. Wir haben jetzt... das erste Teil. Wo sind denn die anderen Teile? Ach so. So geht's weiter. So geht es weiter. Ja, gute Laune ist geprahlt, Freunde. Aber die haben wir natürlich. Natürlich mal! Aber ich muss mich jetzt erstmal ein bisschen durchsuchen. So, natürlich, Leute, gute Laune Sender hier, gute Laune Channel. Oh. Eine brutale Musik. Brutale Musik. Nee. Wieso haben wir den da noch nicht? Den haben wir noch wirklich gar nichts. Aha. Ja, wir fangen quasi noch ganz von vorne an, Leute. Wir haben noch gar nichts erledigt. So viel dazu. So viel dazu. So, okay. Bedeutet für uns, wir müssen eigentlich alles noch machen. Ich dachte, wir wären schon weiter. Ich war jetzt so ein bisschen irritiert. Vielleicht, weil ich das auch im Moment auf der PlayStation gezockt habe. Und jetzt total durcheinander gebracht habe, wie weit wir eigentlich wirklich sind und so weiter und so fort. Da ist ein Secret, das weiß ich. So, jetzt bin ich hier aber... Wieso habe ich jetzt so ein Denkloch? Kennt ihr das? So ein Denkloch, nicht zu wissen, wie geht das jetzt weiter, obwohl man das eigentlich doch weiß. Das ist nur ein Secret, okay. Ich habe gerade so ein echtes Denkloch, Freunde. Wie ging diese Luke nochmal auf? Was musste man dafür nochmal tun? Verdammt, wie komme ich denn aus diesem Denkloch jetzt raus? Was ist denn mit mir los?
Ich bin doch noch keine 40, 50, 60, 70 oder so. Verdammt, wo kommt das Denkloch her? Okay, verdammte noch einmal. So, wir gucken aber mal. Irgendwie geht es ja weiter. Vielleicht komme ich da gleich wieder drauf. Boah, Leute, wie kann das angehen, dass man das total vergisst? Das darf ja gar nicht sein. War das wichtig? Ich bin mir da jetzt nicht sicher. Ich höre Taucher. Das ist doch schon mal scheiße. So, ich weiß jetzt gar nicht, wie wichtig das hier war. So, wir schwimmen hier mal durch. Ach du Scheiße. Jetzt höre ich die Taucher immer lauter. Das haben die schon ganz gut integriert, dass die Taucher auch so gesehen. Scheiße. Wir greifen ein bisschen voraus. Hier müssen wir noch gar nicht hin. Hier müssen wir noch gar nicht hin, Freunde. Hier können wir noch gar nichts machen. Das ist viel schlechter, als ich dachte. So, ja, das ist denn, wenn man so ein kleines Denkloch bekommt, was ich gerade leider ein bisschen habe. Hier müssen wir gar nicht, noch gar nicht hin. Und ja, schwimmen wir gleich mal einfach wieder zurück den Weg. Ist ja alles halb so wild. Wir haben aber auf jeden Fall die Männer getötet. Und das ist ja auch nicht verkehrt. Dann haben wir die nachher nicht mehr im Weg. Ist da noch irgendwas? Da ist was. Guck mal. Ach nee, das ist der normale Weg. Okay. Wo ist denn der Knöpplekes? Wo ist denn das Knöpplekes? So, ich weiß das jetzt wirklich nicht im Kopf mehr, aber eigentlich war das relativ simpel. Es liegt aber auch daran, wenn man eine Spielpause gemacht hat, weiß man gar nicht mehr, auf welchem Stand man eigentlich war. Und dadurch kommt es manchmal zu einigen Differenzen. Ich bin der Meinung, wir müssen eigentlich schon hier in diesem Raum was machen. Aber was müssen wir hier machen? Wir haben doch noch nicht mal den Schlüssel. Wo war denn der Schlüssel untergebracht zum Beispiel? Das habe ich alles total vergessen. Das habe ich jetzt im Moment gerade nicht so auf dem Kasten. Das ist schlecht. So, dann müssen wir den Knopf da drücken. Da kommen wir noch nicht ran. Dafür brauchen wir den Schlüssel. Der war drüben in diesem Raum. Da, wo wir gerade waren. Wo wir dieses T-Stück gesammelt haben. Wir greifen einerseits... Einerseits greifen wir zu weit raus. Und andererseits greifen wir zu weit nach hinten. Und das ist natürlich dementsprechend scheiße. Eigentlich muss man da anders rangehen. Okay. Also, ja gut, man kann es machen, wie man eigentlich auch möchte. Aber mein Fehler war, ich habe zu weit nach vorne gegriffen. Ich habe zu weit nach vorne gegriffen. Und das war ganz, ganz, ganz schlecht. So. Das war ganz schlecht. Das war auf jeden Fall nicht gut. Nein. Aber egal, wir lösen das Problem. Dafür sind wir ja da. Und wir sind ja nicht von gestern und so fort und so weiter. Und habt ihr nicht gesehen? Wir kriegen das Problem schon gelöst. Nur ist das leicht ärgerlich, wenn man so ein bisschen vergessen hat, wie es jetzt weitergeht. Ja, das ist böse. Das ist super böse. Aber jetzt sind wir hier oben. Wahrscheinlich ist unten ein Knopf. Ich weiß es nicht. Ich hangel mich hier nochmal durch. Irgendwo muss es ja weitergehen. Es kann ja nicht angehen, dass es jetzt hier überhaupt nicht weitergeht und wir hier in dieser gottverdammt verlassenen Gegend hängen bleiben. Nein, das wird nicht so sein. Nur habe ich es wirklich mal vergessen. So, und das kommt ja mal vor im Leben. Dass man mal was vergisst. Man vergisst ja nun mal was, ne? So, ich schaue und ich reiße mir den Arsch dafür auf, dass wir das jetzt hinbekommen. So, das ist auf jeden Fall, hier ist auf jeden Fall kein Knopf. Das ist schon mal Kacke. Wo war denn der, Leute? Ich bin der Meinung, dass man einen Knopf drücken muss oder den Schlüssel finden. Aber wie war das nochmal? Verdammt.
Boah, wie kann man nur so vergesslich sein? Wie kann man so vergesslich sein wie ich? Das ist doch nicht normal. Lauf ich sie einmal rum. So, Shalom, Shalom, Shalom. Schalömchen. Schalömchen. Also, wenn mich nicht alles täuscht, holen wir uns jetzt erstmal das Secret, damit ich ein bisschen alles nach der Reihenfolge abarbeite. So. Das ist gar kein Secret, na toll. Es ist der Schlüssel. Es ist doch der Schlüssel. Leute, wir haben ihn. Wir haben ihn, den Schlüssel. Geil. Und ich habe gedacht, das sei das Secret, okay. Sehr, sehr dumm. Sehr, sehr dumm von mir. Aber egal, wir, ich wollte eigentlich in diesen Raum nicht rein, aber es war doch die richtige Entscheidung. Es war doch die richtige Entscheidung, in diesen Raum reinzugehen und sich den Schlüssel zu ergattern. Jetzt können wir endlich zurückgehen und können das tun, was wir eigentlich vorgehabt haben. Knöpfchen drücken, damit da oben die Tür aufgeht. Die Erinnerungslücke ist weg übrigens. So, mit jetzigem Standpunkt weiß ich wieder, wie es geht hier. Gott sei Dank. So, ich hoffe, es war nicht allzu langweilig, aber ich habe ja versucht, euch in der Zeit ein bisschen zu unterhalten, was mir natürlich nicht immer so gelingt, aber naja gut, so ist das nun einmal als Let's Player. Als Let's Player konzentriert man sich einerseits total auf das Spiel und andererseits total auf die Zuschauer und auf das Quatschen. Das ist manchmal gar nicht so leicht. Das sei euch mal gesagt. Leichter ist was anderes. So, leichter ist was anderes. So, Knöpfchen drücken. Mir fällt das noch relativ leicht. Vielleicht teilweise aufgrund von Hörfunkerfahrungen, die ich habe, wo ich ja dann manchmal auch Knöpfchen drücken musste während der Moderation. Da lernt man das natürlich auch ein bisschen Multitasking zu sein. Aber so Multitasking bin ich dann nun auch wieder nicht, dass ich jetzt irgendwie Let's Play machen kann, nebenbei vielleicht noch die Wäsche bügeln. Gut, die Waschmaschine, die kann ich nebenbei einschalten, die Spülmaschine kann ich nebenbei einschalten. So Multitasking bin ich denn. Dann gehe ich hier an den Rechner und dann quatsche ich. Das ist natürlich möglich, aber da muss ich auch nicht viel machen für, ne? So, das ist ja dann nicht mehr wirklich Multitasking, oder? Wie seht ihr das? Das ist ja dann eher Multi-Verarsching. So, darüber wollen wir. Jetzt haben wir das Türchen da oben offen. Und haben hier eine Menge vor. Nein, Lara. Das war ein Fehler. Das war so ein großer Fehler, Fehler, Fehler. Das ist nicht lustig. Nein, das ist es nicht. Das ist es nicht. Das ist es nicht. So. Gut, dann wollen wir mal. Hier rüber. Dam, die dam, die dam. Ja, schön, dass ihr übrigens immer noch dabei seid, Freunde. Ich merke es ja. Und, geil. Dass ihr Tomb Raider 2 Reloaded mögt. Was ich jetzt sage, ist natürlich nicht, ist nicht euer Freud, aber wir sehen uns im nächsten Videopart wieder und das ist euer Freud, wenn wir wieder dabei sind und mein Freud. Tschüss, ciao und auf